Herzlich willkommen, liebe Krypto-Freunde und Blackout-Enthusiasten. Heute bin ich beim lieben ehemaligen Kunden von mir, der René wohnt hier in Weiz. Und der René ist schon seit über einem Jahr stolzer Besitzer eines Fronius Gen 24 mit 10 kW. Er war einer der ersten und ich durfte auch seinerzeit hier das Ganze in Betrieb nehmen. Wir haben hier eine HVM-Box mit 11 Kilowattstunden Batterie verbaut. Und des Weiteren haben wir eine 11 kW Photovoltaikanlage am Dach. Das Ganze ist gesplittet mit 7,5 kW direkt auf dem Dach und 3,5 kW Glas-Glas-Module auf der Terrasse. Das werde ich euch jetzt schnell zeigen. So, ich bin bei der Terrasse angekommen. Wie schon vorwegs gesagt, Glas-Glas-Module, ein Traum. Die Module wurden hier auch in Österreich produziert. Das ist ein Produkt, das aus Kärnten kommt. Wir werden einen Link darunter einblenden. Und ja, das Glas-Glas als Beschattungssystem, das kann schon was. Und des Weiteren werden wir heute den Gen 24 eine komplette Notstromsimulation machen. Das heißt, wir werden hier ein Blackout simulieren und dann werden wir uns die Vor- und Nachteile des Konzepts rund um den Gen 24 im Hochvoltbereich der Wechselrichter anschauen. So kann das ausschauen mit Glas-Glas-Module. Da hat man eine leichte Beschattung. Schon recht beeindruckend das Ganze. Ich würde jetzt sagen, rund 50% lichtdurchlässig. Man sieht es da drüben bei der Fassade. Es verzieht sich gerade ein wenig die Sonne. Das sind aber jetzt rund 3,5 kW. Grenzgenial das Ganze gelöst. Und summa summarum haben wir dann hier 11 kW. Das macht dann schon ordentlich Sinn. So, jetzt ist Zeit, dass ich im Keller runterschaue, dass ich hier mal einen ordentlichen Stromausfall produziere. Und hier natürlich hat es einmal scheinbar eine wunderbare Schnitzkunst wieder mal gegeben. Ein stolzer Löwe, der was uns gerade hier den Weg weist. Und der René ist natürlich einer, der lässt sich nicht lumpen. Der hat hier sein gesamtes Wohnhaus mit Ewon Automatisierungskomponenten, nämlich mit der Ewon Home, automatisiert. Das ist auch eine ganz geniale Heimautomatisation. Also das kann schon was, relativ easy von der ganzen Programmierungsgeschichte. Und ja, die wird jetzt dann einmal kurz einen Stress bekommen, weil wir natürlich hier jetzt einen Blackout simulieren. Das Ganze wurde hier im Keller eingebaut. Dementsprechend hat man dann schon ordentlich Platz gebraucht, um das Ganze zu automatisieren. Hier sind zwei Zählerplätze, weil nämlich auch eine kleine Wohnung in diesem Objekt verbaut ist. Und wir werden natürlich nur den Bereich des Renés abschalten. Und hier haben wir eine selbstgebaute Notstromumschaltung. Die kann man auch selber lösen. Und da ist mitunter auch möglicherweise ein kleiner Kritikpunkt, was generell sämtlichste Hochvolt-Umschaltkonzepte haben können. Weil nämlich, wenn ein Hackerangriff passieren würde, ist man hier dann ein wenig machtlos, weil quasi die Hacker einen die Anlage zu Hause abdrehen können. Und dann braucht man schon einen Elektriker, dass man da wieder ins Geschäft kommt, beziehungsweise einen Bypass-Schalter. Hier habe ich ein wenig eine Last stehen, meinen kleinen Heizlüfter, dass wir euch auch zeigen, dass der Fronius wirklich in der Lage ist, ordentlich Power zu liefern. Könnte natürlich sein, dass dieser Heizlüfter dann aber auch ein Problem im Bereich der Schieflast ist. Hier haben wir dann die zwei Smart Meter. Das eine ist für den Fronius Gen 24 und das andere ist für die Ewon. Und für die Schlauen unter euch, die werden dann schon irgendwie mitbekommen, dass da hier viel Branding betrieben wird von den ganzen Herstellern. Am Ende der Tag ist das ein italienischer Stromzähler. Und hier werden wir uns dann natürlich dann das Ganze rund um die Leistungen anschauen. Momentan haben wir ein Minus drauf, weil wir ins Netz liefern. Weil die Batterien sind randvoll. Wir haben eine wunderschöne Luftwärmepumpe, also alles absolut auf Nachhaltigkeit aufgestellt. Also dieser Technikraum, der kann sich ruhig sehen lassen, also alles sehr nett verbaut. Und da hinten steht sie schon, die BYD, die Hochvolt Batteriebox mit 11 kW. Müssen wir jetzt schauen, ob wir da einen Spannungsbereich haben. Hier hat im Prinzip dann ein Block 2,76 Kilowatt. Hier oben gibt es dann noch einen Hauptschalter und Blockspannung ist 40,59 Volt. Wir haben hier jetzt vier Stück verbaut, also rund 220 Volt DC das Ganze im Hochvoltbereich. Ich glaube, den Speicher kann man aufrüsten bis knapp 30 kW oder 25, da müssten wir jetzt in die Liste nachschauen. Das werden wir dann vielleicht noch einblenden. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt die Hochvoltlösung. Relativ einfach von dem gesamten Installationsaufwand, also kein Vergleich zu diesen Off-Grid-Systemen.
Hier oben kommen die zwei Strings rein und da hängt da das Herzstück dieser Anlage, der Fronius der Gen 24, im Prinzip das aktuelle Flaggschiff für den Häuslebauerbesitzer, ist natürlich absolut vergriffen, sehr leise der Wechselrichter, von der Aufbauart natürlich, wie es bei Fronius in Werther gewohnt ist, alles tiptop verarbeitet, aber das Einzige, was ich bei allen von diesen Produkten zurzeit kritisieren muss, ist das fehlende Display und das kann dann schon ein wenig nerven, weil nämlich, wenn dieser Wechselrichter dreimal auf Störung geht, musst du dann mit deiner Handygeschichte via WLAN dich verbinden, um den Fehler zu quittieren. Das kann ein wenig nervig sein im Blackout-Fall. Des Weiteren haben wir auch das Problem mit den Hackerangriffsmöglichkeiten. Das gilt natürlich für sämtlichste Produkte, die was mit dem Internet verbunden sind. Deswegen vielleicht auch die Idee zwecks dem Bypass-Schalter. Die einen oder anderen haben es ja eh mitbekommen, dass da vor kurzem ein großer deutscher Solarhersteller die Batterien vom Netz genommen hat, weil es nämlich bei zwei Kundschaften die Batterien abgebrannt sind. Und deswegen sehen wir schnell, wie schnell das passieren kann, dass über das Internet dir quasi dann deine Anlage stromlos gemacht wird. Und das soll man dann bitte nicht unterschätzen, ist nicht ganz ungefährlich. So, ich würde jetzt sagen, jetzt schauen wir mal rauf, was Sache ist. Weil wenn wir nämlich das Stromnetz hier stehlen, ist natürlich diese Minuskomponente dann nicht mehr vorhanden auf den Stromzähler. Ich werde jetzt einmal ohne viel Vorankündigung hier die drei 32 Ampere Sicherungen stiebitzen. Das heißt, ich fahre hier rein. Erste Phase war schon die Steuerung für die Schutzschaltung. Jetzt haben wir quasi einen Blackout simuliert. Wir sehen es hier oben beim Stromzähler. Hier ist jetzt nichts. Und im Idealfall sollte jetzt hoffentlich der Gen 24 dann umschalten. Das hat natürlich eine gewisse Verzögerung. Ich bin hier jetzt natürlich mit meiner Lampe unterwegs. Jetzt hoffen wir, jawohl, es hebt schon wieder alles an zu leuchten. Also das Rechenzentrum in Weiz wird soeben hier über den Gen 24 versorgt. Als Beweis, wir haben hier jetzt der Stromzähler ist noch immer aus, also hier ist nichts am Display. Der von der Wohnung, der funktioniert noch. Die Umschaltung hat soweit geklappt. Und Gott sei Dank haben wir hier diesen Smart Grid Zähler von der Ebon. Der zeigt uns jetzt dann aktuell ein paar Messwerte an. Diese ganze Touch-Geschichte kann natürlich ein wenig mühselig sein. Im Prinzip essentiell ist ja die ganze Geschichte um den Leistungen. Aha, hier geht eine Alarmanlage los. Das ist die Heimautomatisierung, die Ebon, die macht ein wenig Wirbel im Hintergrund. Die Last ist ein wenig überschaubar, das wundert mich. Ich habe einmal meinen Heizlüfter aktiviert. Der läuft jetzt dann auf 2 kW. Ich glaube aber, dass dieser Stromzähler hier vor die Schützen montiert ist. Dementsprechend zeigt uns dieser Zähler jetzt aktuell keine Leistung an. Ja, das ist definitiv so, dass hier jetzt kein Stromfluss über den Zähler passiert. Deswegen haben wir nur die Spannung anstehen. Das heißt, ich muss mir das App holen und warten, bis das Ganze mit dem Internet verbunden ist. So, ja, natürlich, wir sind ja seinerzeit mit den direkt über das Netzwerk draufgefahren auf den Wechselrichter, wie wir das Ganze in Betrieb genommen haben. Da gibt es natürlich mit der Installer-Software-Umgebung ein wenig mehr zu sehen. Ich habe es ja gesehen, die Zähler sind ja so gesehen vor dem öffentlichen Stromnetz bzw. vor der Umschaltung montiert. Das heißt, deswegen leuchtet die Spannung auf bei diesem Smart-Home-Zähler, aber natürlich der Stromfluss fließt jetzt so gesehen im Inselbetrieb nicht über die zwei Zählwerke. Und diese Daten, was wir hier jetzt via App sehen, also über das Internet, über der solarweb.com Homepage, die siehst du natürlich dann im Blackout-Fall nicht. Und das ist jetzt genau das, was ich immer kritisiere, dass diese ganzen Systeme eben
keine Displays verbaut haben auf den Wechselrichter. Wir sehen gerade 2,81 kW kommen aus der Sonne und in der Verbrauchsanlage die 2,71 kW, wovon 2 kW der Heizlüfter unten ist. Und hier ist im Prinzip das Problem, das haut ja alles so lang super und toll hin, aber bitte Achtung, Achtung, nicht so viel Schieflast produzieren. Diese Anlagen können maximal 15% Schieflast und das ist der nächste Kritikpunkt bei sämtlichsten Systemen, genauso auch die von SMA, weil es in Wirklichkeit ja dreiphasige Wechselrichter sind. Das heißt, die sind ja eigentlich für einen Synchronbetrieb konstruiert von der Topografie, eben keine drei einphasigen Wechselrichter. Und hier kann es passieren, dass dann dein System, wenn du es überbelastest, das heißt, wenn ich jetzt noch rübergehe und die Herdplatte einschalte auf dieser Phase, wird mir das Ganze ausfallen, dann siehst du natürlich gar nichts und dann ist das mühselig. Nach drei Startversuchen gibt der Wechselrichter endgültig den Geist auf und dann kann es natürlich in einem Blackout-Fall ein wenig nervig sein, das Ganze zu starten. Ich bin jetzt gerade unten beim Wechselrichter. Wie gesagt, hier eine Display-Geschichte wäre Bombe gewesen. Ich habe jetzt da, nachdem die Chefin des Hauses von der Arbeit zurückgekommen ist, nicht die Muße, das System überzustrapazieren. Das heißt, dass wir eben diese drei Startversuche haben. Ich werde jetzt zurückschalten zum Netz, aber bitte beherzigt das mit der Schieflast. Das ist einfach das Problem bei sämtlichsten von diesen Komponenten und auch dieses fehlende Display. Aber ansonsten, das haut alles tadellos hin. Das läuft brav. Auch die Pelletsheizung im Hintergrund arbeitet gerade. Das heißt, hier werden Pellets nachgeliefert, also das pfeift alles wunderbar. Also im Prinzip eine super Sache. Ganz leise das Ganze. Also ihr habt es gehört, der Pelletsofen, der arbeitet da brav. Und den werden wir jetzt noch einmal ein wenig sigieren. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt mal sicherheitshalber den Heizlüfter ausschalten, weil nämlich der ja eine extreme einphasige Last ist. Ein wenig nachkühlen. So, jetzt warte ich noch, bis die Pelletsheizung hoffentlich dann fertig ist mit ihrem Programm. Und dann werden wir wieder Netzwiederkehr spielen. So, wir werden jetzt da simulieren, dass das Blackout vorbei ist und die örtlichen Stromversorger wieder versuchen, Strom zu schicken. Das heißt, der Stromzähler hat wieder Energie. Man sieht es auch da oben. Und wie gesagt, dieses Zählwerk hängt hier da vorne. Dementsprechend konnten wir jetzt nichts darstellen. Es wird eine gewisse Beruhigungszeit. Ich weiß jetzt nicht, was wir programmiert hatten. Ich glaube, rund 2 Minuten war das seinerzeit, dass die nicht alle zugleich zurückschalten. Und dann wird es klack machen und wir hängen wieder auf den Strom und der Überschuss wird wieder ins Stromnetz geschickt. Die Umschaltung hat wesentlich schneller erfolgt, da war es nicht so eine Hochfahrzeit. Das heißt, wir sind wieder beim Stromnetz, alles ist gut und wenn wir jetzt rüberschauen zum Wechselrichter, das Blinken hat aufgehört, er leuchtet jetzt grün und wird dann schon langsam wieder im Erzeugermodus starten. So, Resümee der Geschichte, Hochvoltsysteme können schon funktionieren auch bedingt im Blackout-Fall. Hier ist halt das Riesenproblem der fehlende Display und des Weiteren die Asymmetrie, weil das von der Topologie heraus ja riesen dreiphasige Wechselrichter sind. Des Weiteren ist natürlich, auch wenn das ein 10 kW Wechselrichter ist, ist der dann mit Anlaufströmen im Bereich 5 kW einphasig absolut überfordert. Dementsprechend musst du in einem Blackout-Fall hier sowohl mit deinem Hochvoltsystem ein wenig sorgfältiger umgehen. Das ist dann kein Vergleich, wie wir es dann mit den Videos mit den ganzen Off-Grid-Inverter zeigen. Die haben einfach eine andere Technologie, sind da ein wenig besser aufgebaut, dass sie mehr Leistung schicken können. Aber es gibt eben nicht die eierlegende Wollmilchsau. Hier geht es auch darum, das Produkt von Fronius ist absolut state of the art. Genauso wie von SMA, der Tree Power, der neue, der jetzt vor kurzem auf den Markt gekommen ist. Im Prinzip ist quasi sehr identisch dem Fronius, nur mit dem Unterschied, dass halt dieses Beschattungsmanagement
ein bisschen besser bei den Solarmodulen arbeitet. Natürlich, eins muss schon dazu gesagt werden, von der Effektivität heraus arbeiten diese ganzen Hochvoltsysteme bis zu 98%. Das heißt, hier ist einfach das im Bereich der Wirkungsgrade ein Traum. Das schaffen die Off-Grid-Produkte nicht. Also es gibt immer ein Für und Wider. Es gibt eben nicht die Eierlegende, die Wollmilchsau im Bereich der Stromerzeugung mit Batterien. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen und du wurdest ein wenig abgedatet, was so ein Produkt von Fronius, in diesem Fall der Gen24 mit dem BYD Hochvoltspeicher, ist in der Lage zu leisten. In diesem Sinne sage ich danke für dein Zuschauen. Tschüss, Baba.